Wir haben hier eine lustige Aufgabe zur Thermodynamik. Es geht darum, dass ein Haus geheizt wurde. Eine bestimmte Temperatur da im Innern herrscht. Und eine Person möchte jetzt gerne das Haus verlassen. Für einige Zeit irgendwo einkaufen gehen oder so. Und dann wieder zurückkommen. Und er fragt sich, ob es eigentlich sich lohnt, den Thermostaten hier im Haus, also die Regelung, die hier dafür sorgt, dass die Innentemperatur konstant bleibt, ob es sich lohnt, das abzuschalten oder so lassen, wie es ist, oder vielleicht andere Werte, vielleicht etwas zurückstellen oder so, ob sich das einfach von der Energie her lohnt, dass man da am Thermostaten etwas macht, in der Zeit, wo man aus dem Haus ist. Also auf welche Art braucht man letztendlich mehr Energie, ist die Frage. Ich muss dabei davon ausgehen, dass eben die Temperatur innen höher ist als außen, also es ist quasi im Winter. Das heißt, es fließt immer ein bisschen Wärme raus. Und die Wärme, die da rausfließt, muss ja letztendlich vom Ofen wieder kompensiert werden. Also was da hinaus sickert an Wärme, muss der Ofen nachliefern. Und eigentlich ist die Frage, ist es besser, den Ofen quasi abzustellen, also via den Thermostaten, und dann beim Zurückkommen wieder aufzuwärmen, oder ist es besser, man lässt den Ofen laufen, man hält den Thermostat also konstant. Und diese Frage ist noch ganz, gibt noch eine ganz überraschende Antwort dazu. Wir können uns also vorstellen, es ist ein bisschen ähnlich, wenn wir da ein Fass hätten mit Wasser und das Fass hat ein Loch und da leckt immer ein bisschen Wasser raus. Vielleicht sollen wir mal als Vergleich dazu machen, wir haben da ein Fass mit Wasser, wir haben da das Wasser gefüllt, wir haben da aber ein Loch. Über das Loch fließt Wasser raus. Und zwar wie viel rausfließt, hängt ein bisschen davon ab, wie stark da gedrückt wird, also von der Wasserhöhe eigentlich. Und jetzt ist die Frage, soll man da jetzt dieses Ausfließen des Wassers laufen lassen? Es geht dann am Schluss immer langsamer. Und am Schluss quasi nachschieben, was da rausgeflossen ist. Oder soll man von Anfang an dafür sorgen, dass der Level hier konstant bleibt und das ausfließende Wasser dauernd nachgeschüttet wird? Gut, für diese Frage gehen wir wieder zurück zur Thermodynamik. Muss man sich einfach mal überlegen, was passiert denn mit dem Haus, wenn man den Ofen abstellt. Wir können dazu die Temperatur mal aufzeichnen als Funktion der Zeit. Also wir überlegen uns, wenn wir da die Temperatur haben und da die Zeit. Die Temperatur innen soll dieser Wert sein und idealerweise würde der Ofen diese Temperatur konstant halten. Also der Thermostat würde so eingestellt sein, dass diese Temperatur konstant bleibt. Wir haben eine Außentemperatur, die kleiner ist, dieser Wert hier. Und wenn wir jetzt den Ofen abstellen, einfach abstellen, dann haben wir vorher gesehen, dass hier Wärme nach außen fließt und die Temperatur im Innern sich auch abkühlt. Und jetzt ist vielleicht höchstens die Frage, wie kühlt sich das ab? Ist das irgendwie linear oder geht das irgendwie, ich weiß nicht, schwingt das vielleicht sogar ein bisschen? Irgendwie geht die Temperatur des Innenraums im Haus letztendlich irgendwann mal auf die Temperatur des Außenbereiches zurück. Und da kann man zeigen, dass das eine exponentiell abfallende Kurve ist, die ungefähr so aussieht. Einiger Zeit, das hängt davon ab, wie gut das Haus isoliert ist, das können einige Tage sein oder wenn es schlecht isoliert sind, vielleicht auch noch mehrere Stunden. Nach einiger Zeit ist also hier die Endtemperatur erreicht und wenn jetzt der Mensch hier den Ofen einfach abschaltet und dann beim Zurückkommen wieder einschaltet, dann muss er ja diesen Temperatursprung wieder ermöglichen. Das heißt, er muss den Ofen so stark anfeuern, dass dann die Temperatur von da nach oben geht. Und wenn man so die Temperatursprünge vergleicht mit der Wärme, die man dazu braucht,
Da kann man ein Gesetz benutzen, das man in der Thermodynamik lernt, nämlich, dass die Wärmemenge, die man dazu führen muss, proportional ist zur Temperatur. Also man muss jetzt hier quasi eine Wärme zuführen, die diesen Temperatursprung dann erzeugt. Man kann sagen, die Länge von dem Pfeil hier, dieser Temperatursprung bedeutet, ist auch gerade proportional zur Menge von Wärme, die man dazu führen muss. Das muss man dann wieder bezahlen, also mit Öl oder mit dem elektrischen Strom oder so. Sehen wir mal an, wir machen das nicht so, sondern wir warten hier, bis die Temperatur auf die Hälfte abgesunken ist, vielleicht bis hierhin, und heizen dann wieder nach. Das macht ein Thermostat eigentlich auch, nur wartet er nicht so lange, er macht es früher schon. Heizen also hier nach, dann stellen wir den Ofen wieder ab, das heißt die Temperatur sinkt hier wieder runter, so exponentiell. Dann heizen wir wieder nach, auf diese Temperatur. Warten wieder, bis bis die Temperatur runtergesunken ist, heizen wieder nach und so weiter. Oder man kann sich das sogar auch in kleineren Schritten vorstellen, dass man hier also heizt, quasi kurz abwartet, nachheizt, kurz abwartet, nachheizt, kurz abwartet, nachheizt. Aber man sieht eigentlich ziemlich schnell mal, wenn man das so beobachtet, dass die gesamte investierte Energie bei diesen vielen Zwischenstufen größer ist, als wenn ich da am Schluss einfach einmal aufheize. Also diese Pfeillängen, wenn man die zusammenzählt, sind die schnell mal größer, als was ich da am Anfang, also was ich da jetzt investieren muss. Und das wird umso extremer, je schneller ich das mache. Also auch wenn ich hier jetzt schaue und diese Pfeile, die sind zwar kleiner, aber es hat viel mehr davon, diese Pfeile hier addiere, komme ich auf eine viel, viel größere Gesamtenergie, die ich dazu führen muss, die gesamte Wärme, die diesen Pfeillängen da entspricht, zusammengezählt, ist größer, wenn ich den Thermostaten anlasse, als wenn ich das Haus abkühlen lasse und dann am Schluss einfach wieder nachfülle. Also die Antwort ist, es ist besser von der Energie her, den Thermostaten abzuschalten und dann, wenn man zurückkommt, wieder einstellen, also den Ofen wieder anschalten. Das ist klar, wenn das passiert. Wenn man da 2 Wochen weggeht, ist es, glaube ich, offensichtlich, dass man das besser macht. Aber es lohnt sich bereits, wenn man nur 10 Minuten oder eine halbe Stunde weggeht, dass man das Haus abkühlen lässt. Das ist natürlich nicht so angenehm, wenn man zurückkommt, aber es ist von der Energie her effizienter. Und so ist es auch hier, wenn man da den Vergleich mit dem Wasser hier nochmal sich überlegt. Dadurch, dass ja die ausgeströmte Wassermenge hier vom Druck abhängig ist, also von der Wasserhöhe, ist es auch da aus dem genau gleichen Grund besser, dass man also das Wasser auslaufen lässt und irgendwann wieder nachfüllt, also dass man da permanent nachfüllt und diesen starken Strahl, der aufgrund des hohen Druckes entsteht, diesen starken Strahl da aufrechterhält, indem man von oben mit dem gleich starken Strahl Wasser nachschiebt. So, das war ein bisschen was zur Thermodynamik. Das Gesetz dieses Abkühlens, das findet man also, auch wenn Sie eine heiße Badewanne abkühlen lassen oder ein Glas Tee abkühlen lassen oder sich die Situation beim Kühlschrank anschauen, das ist das Newtonsche Abkühlgesetz.